Mahlzeit, ihr Lieben. Herzlich willkommen zum täglichen Verkostungsvideo. Quick and Dirty wollen wir es heute auch wieder halten. Haben einen Aaron, den wir neu im Sortiment haben, auch wenn er nicht so ganz neu ist. Aaron Barrel Reserve. Einsteiger ohne Altersangabe. Mag der ein oder andere vielleicht schon die Stirn runzeln. Wir sagen, hey, lass mal probieren. Da gibt es ja durchaus leckere Sachen in dem Segment. Spontan fällt mir für fast den gleichen Preis zum Beispiel der Dienston Virgin Oak ein. Auch ein richtig schöner Einsteiger. Und wir sind einfach mal gespannt, was jetzt der Aaron kann. Am Anfang noch ein bisschen verhalten in der Nase. Wozu vom Grundsatz her schon so ein bisschen malzig ist, leichte Fruchtnoten, die als erstes kommen und die wir hoffentlich gleich noch so ein bisschen aufdröseln können. Dezente Vanillenote, die habe ich auf jeden Fall. Bin dann in Richtung Haferflocken unterwegs. Und neben jungen, knackigen Birnen habe ich auch noch so eine leichte Zitrusnote. Tatsächlich Zitrone, würde ich sagen. Für Limette wäre es ein bisschen zu spritzig. Nach einem Moment legt sich die Fruchtigkeit ein klein wenig. Diese Haferflockennoten, diese malzigen Noten kommen etwas präsenter heraus. Macht auf jeden Fall schon mal den Eindruck für einen schönen Starter. Tja, schauen wir mal, was er im Mund kann. Auch hier recht leicht, frisch. Die Eindrücke, die ich gerade beim Verriechen hatte, finde ich jetzt auch im Mund wieder. Da sind allerdings die Haferflockennoten noch präsenter. Schiebt sich noch ein bisschen mehr im Vordergrund. Die fruchtigen Noten, ich sag mal, wie so beim Kuchenteig, aber nur eine hauchdünne Schichtfrucht obendrauf. Ja. Die Notes auf der Flasche sprechen von einem frischen Island-Charakter. Sehr schön ausgewogene Zitrusfrüchte, etwas Vanille, eine schöne Süße. Zwischendurch blitzen Äpfel auf und delikate maritime Noten. Okay. Ja, kann man die Frische so deuten. Weshalb ich die Flasche eigentlich in die, oder die Dose eigentlich in die Hand genommen habe. Den Alkoholgehalt wollte ich nochmal eben mich vergewissern. 43% hat er.
Ist jetzt nichts Wahnsinniges, Komplexes, wo man sich hinsetzt und eine Stunde lang dran schnüffelt, um zu gucken, wie es sich verändert und was da alles drin steckt. Ist aber ein schöner Daily Dram, den man einfach so zum Runterkommen genießen kann. Oder wenn man einen Tastingabend mit Freunden hat, mit sowas einfach mal anfangen. Den Gaumen schon mal so ein bisschen an den Alkohol gewöhnen, bevor man dann mit dem eigentlichen Tasting anfängt. Das ist ein richtig schöner Weedram. Dafür passt es. Der Preis passt, finde ich, auch. 29,90. Wie gesagt, damit in ähnlicher Region wie der Diensten Virgin Oak. Die beiden würde ich auch durchaus vergleichen, wobei der hier, der Aaron, etwas mehr Frische hat, ein kleines bisschen mehr Fruchtnoten hat. Rundes Ding, kann man machen. Probiert selbst aus. Vielen Dank fürs Zugucken und habt noch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann morgen wieder. Ciao, ciao.